jetzt zu meiner Rechten der Kindler aus Brechten. Das wird auch schon auf seiner Harmonika spielen. Wer ihn kennt, er ist ein Unikum. Er war 2010 beim Schachfest dabei, als der Bergmann keine Lampe mehr hatte. Hat sie eingehangen und wir haben gemeinschaftlich gesungen und haben den Ballon von Schachzeichnern steigen lassen. Natürlich eine Weile, die ganze. Herr Kindler, Sie sind jetzt unser Preis. Ich bin stolz darauf, heute hier bei der Einweihung nochmal dabei zu sein. Ich kann 1955 aus dem Schwarzwald mit 70 Mann den Zeckenminister Stein und dann kam er nach Brechten ins Heim und da war kurz davor der Bergmann aufgestellt worden am grünen Platz. Ich spiele jetzt Glück auf, der Steiger kommt. Gab das Signal 4 und 2 Kumpels zu Tage und wünschen uns Glück auf. Dieses Signal konnte man hier jahrzehntelang hören und wurde zigtausendmal gegeben. In meiner Hand, ich konnte ein paar Originalsteine retten von der Originalmauer von 1954. Die sind an einem Geheimort eingelagert, weil sie wirklich minimal sind. Und ich habe mir damals gedacht, deshalb wollte ich sie retten. Wenn wir das Bergbaudenkmal hier umgesetzt haben, möchte ich den Leuten, die sich intensiv mit uns und der ganzen Sache beschäftigt haben, das Ganze übergeben. Jeder sollte einen bekommen. Sie sind wirklich so naturbelassen rausgenommen worden. Nochmal vielen Dank an die Stadt, die mir die Steine dann auch wirklich gegeben hat. Ich musste auch keine Spendenquittung unterschreiben, weil das ja ein der Stadt war. Wir haben's. Ich möchte dir das geben, für dich. Für den Geschichtsverein und weil ich auch weiß, wie Herzenssache das für dich ist. Danke. Ich bitte dich. Dankeschön. Schönen Dank. Den Stein werden wir in Ehren behalten und werden wir ihn im Geschichtsverein schön auf einen bestimmten Platz ablegen. Dankeschön. Über ein Video bei den Ruhrnachrichten, damals hat der Herr Schröter Video gedreht, und da haben die Bürger und Bürgerinnen aufgerufen, sucht euch einen Standort aus. Das heißt, das ist ein Standort mit Bürgerinnen. Viele haben gesagt, warum kommt der irgendwo anders, wäre der Beste. Ich sage, nein, der ist gewollt, und an diesem Standort halten wir auch fest. Ich möchte auch nicht versäumen, dass die Bürger und Bürgerinnen lange gewartet haben, und selbst gestern Abend ging bei mir andauernd das Telefon oder WhatsApp, weil ein Buchstabe eingerissen war. Ihr glaubt nicht, was ein bisschen ein Buchstabe für einen Shitstorm, aber ein positiven Ausdruck. Olli, ist der da? Ist der Buchstabe da? Die Buchstaben sind jetzt alle da und wir hoffen, dass der Bergmann und das ganze Denkmal auch so bleibt. Ja, okay, wunderbar. Besser kann es nicht sein, alles unterschrieben. Glück auf und ich danke euch wie immer. Ewig! Yeah.